Die Mittelschule ist vorbei. Juhu! Aber wie geht es jetzt weiter mit deinem Leben? Frag dich einfach selbst, was kann ich gut, was macht mir Freude? Vielleicht möchtest du einen praktischen Beruf ergreifen oder die Matura erwerben. Im Handwerk hast du alle Möglichkeiten. Zuerst absolvierst du das Berufsfindungsjahr. Danach hast du die Wahl. Du kannst eine Fachschule absolvieren oder eine duale Ausbildung machen. Die duale Ausbildung, auch Lehre genannt, findet im Betrieb und an der Berufsschule statt. Du absolvierst die Berufsschule entweder im Blockunterricht für 10 Wochen am Stück im Jahr oder du hast einen Tag pro Woche Schule und arbeitest dafür 4 Tage im Betrieb. So kannst du dein theoretisches Wissen direkt in der Praxis anwenden. Die Lehre dauert insgesamt 4 Jahre. Klingt spannend, oder? Findest du keinen Lehrbetrieb, kannst du deinen Traumberuf auch in der Fachschule lernen. Die Fachschule ist eine Vollzeitschule mit spezifischen Praxisstunden. Nach der dualen Lehre kannst du die Gesellenprüfung ablegen. Mit der Fachschule hast du das Berufsbildungsdiplom in der Hand. Damit endet die Grundausbildung in einem Handwerksberuf. Endlich ein Abschluss, yeah! Aber es geht noch viel weiter, wenn du magst. Mach die Meisterprüfung, dann bist du der absolute Profi. Oder du absolvierst die Matura, entweder in Vollzeit oder berufsbegleitend. Mit der erworbenen Matura kannst du jede Fachhochschule oder Universität besuchen. Du siehst, dir stehen alle Türen offen. Folge einfach deinem Herzen. Es ist dein Leben.